Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Wir machen 21 zu 9 und wir befinden uns immer noch in der zweiten oder dritten Phase von Enkanomia. Denn das hier alles ist ja im Rahmen eines Events. Und wir sind halt gerade dabei, um unsere Box abzugraden, Marken zu sammeln. Und Marken sammeln wir, indem wir hier Gegner besiegen. Ja, so. Gegner besiegen. Oder aber, was ich gerade entdeckt hatte, hier ist so eine Truhe. Müsste eine Truhe sein. Wenn man Truhe eröffnet und je wertvoller sie ist, desto mehr Marken gibt es, umso besser für uns, denn wir müssen nämlich jetzt auch bald im Angriff nehmen, den dritten Turm hier freizuschalten. Ihr seht ja selbst Korrosionsstärke 118 und es wird gesagt bei den Level Up, dass man Stufe 11 erreichen muss, dass man die Teleporter hier aktivieren kann. Deswegen macht es halt gerade im Augenblick halt Sinn, hier ein bisschen weiter zu arbeiten. Wir hatten jetzt vor kurzem das hier freigeschaltet. Den Turm haben wir auch schon. Den haben wir auch sehr schnell geschafft. Nur halt Korrosionsstärke ist halt so das Problem. Und das können wir halt durch Leveln, durch diese Marken halt ein bisschen unterdrücken und entgegenwirken. Ich vermute mal, wenn wir jetzt hier sind, haben wir gar keine Energie mehr. Deswegen gilt es halt hier ein paar Monster zu besiegen. Ich gucke gerade, wie komme ich denn am besten hin. Und im weiteren Verlauf, wo gucke ich hin? Hier, ah, okay. Und im weiteren Verlauf hier die Kristalle oder die Schoten zu sammeln. Die benötigen wir halt auch, um teilweise die Steuereinheiten freizuschalten. So wie hier, die hier. Denn die können wir halt nur sammeln, wenn wir Energie haben. Wobei, ah, niedrig. Gehört gerade 4 angezeigt. Ah, scheinbar sind wir doch schon recht stark oder widerstandsfähig, um hier reisen zu können, ohne jetzt so viel Energieverluste zu haben. Nee. Nee. Uff. Das ja automatisch loslassen, finde ich ein bisschen irritierend. Ja. Jetzt passt es. So, schauen wir uns mal hier diesen Gebiet an. Ich gucke, ob ich diese Truhe kriege. Aber wie gesagt, können wir uns langsam dahin bewegen. Wahrscheinlich können wir den Teleporter nicht aktivieren, denn da müssen wir halt teilweise Stufe 11 sein mit der Box. Ah, ich mag diese Samurai-Viecher nicht. Ist da nur eins? Wenn eins, ja, kann man machen, weil der ist von Typus Elektro. Und jetzt kommt die Enttäuschung bestimmt. Und das hier auch. Alter, der hat sich schon weggeschoben. Gut, ist halt blöd, dass wir so viele Ultis brauchen, um den 40% runter zu drücken. Zack, 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 zack. Wir wollen ja nicht runterfallen. Die letzte Episode war ein bisschen lustig gewesen. Haben wir so eine Challenge gemacht, die mussten wir dreimal machen. Ich wurde dreimal runtergekriegt, oder zweimal runtergekriegt und beim dritten Mal habe ich doch Schaden genommen, und zwar ordentlich. Zack. Ist da eine tiefe Klippe? Ja, okay, dann muss ich halt aufpassen, aber ich glaube, das kriegt auch so hin. So, wie viele Marken kriegen wir? Wir bekommen 5. Oder Siegel sind das, ja. Genau, die kann man ja mit Energie freischalten. Ich weiß nicht, wie viele wir genau brauchen, weil ich habe den dritten Turm halt bis jetzt noch nicht erreicht. Beziehungsweise, ja, war noch nicht das Ziel gewesen. Gibt es denn hier irgendetwas? Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Ah, da muss ich wahrscheinlich einer von diesen Wusch-Dingern nehmen, oder? Da war doch eben eins, ne? Ah, wobei, ich kann auch hingleiten. Achso, okay. Wir hatten ja auch in der letzten Episode eine Kammer gefunden, wo einige Truhen drin waren, was halt natürlich schön war für uns. Ja, zack. Und dementsprechend lohnt es sich gerade in dieser Art von Enkanomia. Es ist ja nicht das normale Enkanomia. Das seht ihr auch hier, wenn ich hier drücke. Sieht halt komplett anders aus, befreit. Und hier fängt es halt an. Gibt es bei der anderen Karte natürlich nicht. Und das ist halt ja nur temporär. Da im Rahmen dieses Events. Jetzt hoffe ich, das Ding bringt mich nach oben, oder? Bringt es mich nach unten? Ah, hier sind diese Viecher. Ja, die sind auch ein bisschen ekelhaft, weil die können halt einen bluten lassen. Okay, jetzt bin ich halt nur bei diesem Teleporter angekommen. Hm. Wo befinde ich mich denn jetzt? Ja, der Weg ist halt noch richtig, aber ich würde mal da hinten das hier mal versuchen aufzuräumen. Ah, wobei, stimmt, das hatten wir auch eben gesehen.
Hier gibt es wieder diese Schote. Da brauchen wir halt nur Energie. Man muss keine Energie verbrauchen. Da bist du. Ach, du fliegst immer so schnell weg, ey. Das ist ein bisschen nervig. Muss ich echt jetzt hoch? Nein. Doch, 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 doch. Hey, Truhe. Einfache Truhe. Immerhin kriegen wir jetzt die 5 Siegel. Genau. Wie viel brauchen wir denn noch? Wir brauchen wahrscheinlich wieder 100 für. Lasst mich schauen. 100 benötigt, 35 haben wir. Ah ja, okay. Wir sind eh noch am Anfang. Hier ist nichts. Den kriege ich aber hin. Die Viecher kriege ich hin. Überraschung. Schutzschild. Und du machst ja Wasser. Also kassierst du ein bisschen was, oder? Wir müssen den auch befreien mit der Box. Wie ihr gesehen habt, er hätte ja diesen Schwaden gehabt. Und den Fehler hatte ich schon mal gemacht in vor 2 oder 3 Episoden. Ich habe den runtergehauen auf einen Lebenspunkt, aber ich kann den halt nicht um die Ecke bringen, wenn er diesen Schutzding hat. Ah, ich hab zu viel gedrückt. Ah gut, ich hab die anderen nichts getroffen. Du. Ah, ja. Schutzschild ist ready. Zack, 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 zack. Verwirrung. Ja, Schutzschild ist noch da. Sehr, sehr, sehr gut. Hierhin. Yes. Ich dachte, Schutzschild geht halt weg. Und dann hätte ich hier nicht direkt anrushen müssen. Ich wollte halt so nah wie möglich an den Gegner stehen, weil das Schutzschild bringt von... am Basieren von Schempel, von Noel, meine ich, war das ja. Hey, wieso bin ich nicht da vorne? Also, das habe ich vergessen wieder. Hey. Jetzt habe ich es vergessen. Also ja, genau. Das Schutzschild, wenn zerstört wird bei Noel, macht es 400% Angriffsschaden. Und ja, das ist halt nicht verkehrt. Schleim haben wir, Bolzenspitze, haben wir hier was Schönes? Zerbrochene Maske, davon brauchen wir halt auch einige. Das hier, hatte ich nicht eben noch eins gesehen da hinten, genau. Zack. Ach, da hinten hinter der Mauer was. 10 Siegel wieder, okay. Kann man machen. Auf der Karte sehe ich halt gerade, dass unter uns irgendeine Kiste sein muss. Ich gucke aber gerade. Um hier hinzukommen, muss ich eh von hier durcharbeiten. Ich würde aber gerne das hier noch ein bisschen cleanen. Na, auf die habe ich halt keine Lust, auf diese Viecher. Achso, ich dachte, das wäre irgendwas, was man zerstören kann. Genau, aufladen. Wobei, erstmal so machen. Das hier. Aufladen. Okay. Genau, auf dieser Höhe müsste eine Kiste sein. Dann gehe ich mal stark davon aus, dass hier so eine Ruine ist, wo man reingehen kann. Ah, hier ist wieder sowas. Ey, wohin willst du mich führen? Den ganzen Weg zurück. Ah, okay. Das Blöde daran ist, man sieht halt nicht, wo die Säulen sind, die Dockingstation von diesen Sachen. So, wie gesagt, auf die habe ich keine Lust. Schon haben die mich gesehen, ey. Gehen wir mal kurz ein bisschen zurück. Na, wobei. Schauen wir mal die andere Kiste an, weil hier muss es ja irgendwo einen Eingang geben. Und wahrscheinlich ist das hier der Ausgang, wo ich gerade stehe. Wo kann ich am besten klettern? Wahrscheinlich hier, ne? Ja, sieht so aus. Weil da waren so 2 kleine Vorsprünge. Zumindest sah das halt von unten so aus. Komme ich denn hier rein? Ah, das könnte wirklich sein, dass es hier ist. Ah, okay. Och, ich weiß schon. Hier war ich nämlich letztens gewesen. Hier habe ich so richtig kassiert. Naja, gut. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt mal diesen Gebiet mal besuchen und hoffen, dass ich hier irgendwie was finde. Kisten, Touren, weil wir haben diesen Bereich halt noch nicht betreten, seit dieses Event stattfindet. Ich werde das mal verfolgen. Ja. Wie sieht es energietechnisch aus? Haben wir, ja, voll. 359, 360, passt schon. So, weil es kann ja sein, dass wir da wieder 2, 3 Gegner haben, die wir schnell besiegen, können halt weiter Truhen sammeln, vielleicht auch gute Truhen und dementsprechend kriegen wir halt auch mehr Marken.
Wobei, jetzt hätte ich gucken müssen, wir hatten ja ein bisschen was gefarmt. Probelauf haben wir bereits gemacht. 50, ja okay. Passt, 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 passt. Ach, ich sehe gerade, Eul hat ein bisschen Leben weg. Das sollten wir aber irgendwie auffüllen können. More speed. Okay, ich habe gerade was nachgedacht, ob hier nicht irgendwo mal ein Wasserfall war, als wir das erstmal in Enkanomia waren, aber das war ganz woanders. Jetzt bin ich mal gespannt. Korrosionsbeständigkeit. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen kassieren, aber wie viel? Ist eine andere Frage. Hauptsache, die sind da. Was machen die denn da? Hoch. Ja, das heißt, wir kassieren. Ja, ich sehe gerade auf der Karte oben links 40. Superhero Landing. Bam! I must leave no stone unturned. Alter. Das war irgendwie gerade komisch. Für einen kurzen Augenblick ist nichts passiert. Gebt mir eure Masken. Gebt mir eure Masken. Ach, in dem Moment bin ich weggelaufen. Das war nicht gut. Und zack, 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 zack. Ist halt die Frage, was trifft zuerst ein, dass ich ihn runterkicke? Ja gut, ich habe jetzt leider auch potenzielle zerbrochene Masken jetzt runtergeschmissen, statt die Respawn oben. Die haben mich durch das Schutzschild getroffen? Ah, also war das doch keine Einbildung. Zack. Zack. Push. Oh. Ja, ja genau, ist ein tiefer Abgrund. Da hatte ich ja schon mal vor einigen Folgen die Situation gehabt, als wir hier in diesem Event in Enkanomia waren, dass ich die von so einem kleinen Vorsprung runtergekickt habe oder auf diesen kleinen Vorsprung raufgekickt hatte, dass ich dann ja irgendwie dahin musste und ja. Der ist respawned. Ey, das ist gerade ein bisschen suboptimal. Willst du nicht? So. Kurz einen Augenblick warten, weil es geht ziemlich tief runter. Ja, jetzt habe ich es. Ja gut, keine Kisten, keine zerbrochenen Masken. Oh, ich dachte, da wäre was. Hochgeflogen, ey. Wie ist es denn? Ist die schon wieder stehen geblieben? Ja gut. Wie sieht es energietechnisch aus? 295. Wir verlieren weniger als 1 pro Sekunde. Okay, fair enough. Ach, hier ist wieder irgendwas. Ich will die Truhe. Hier können wir wieder schön aufladen. Überraschung. Ja. Das Wechseln zwischen Charakteren dauert ein bisschen länger. Das haben sie echt mit 2.5 ein bisschen angepasst, habe ich den Eindruck. Das hatte ich aber schon mal gesagt. Zu Beginn. Alter, lass mich hier raus. So. So. Wusch. Machen wir die Ulti von Kaya. Na, komm schon. Du bist hier der Nervige. Zack, zack. Schutzschild noch nicht ready? Jetzt ready. Zack, zack. Na, komm schon. Ablenkung. Für das fette Vieh. Vorausgesetzt, er hat's gesehen. Ah, ich bin zu nah dran. Nee, 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 nee. Junge. Verwirbelungen. Ach, den haben wir jetzt besiegt, weil wir die Schriftrolle bekommen haben. Wieder immer schön hin und her spielen mit den Charakteren. Oh, die Ulti ist ready, aber ich will das Schutzschild haben von ihr. Genau so. Ulti. Und dann schön mit E und Nahkampf von Euler. Wir kriegen ihn ja fast gleich aus der Map, ey. Soweit wir den nach hinten schieben. Ja. Naja. Ulti jeden Moment ready. Ready. Zack. Ist nicht viel. Definitiv nicht viel, aber ja, ich bin jetzt nicht sowas. Soll ich ein Attribut brennen geben? Ach ja, wir müssen das hier machen, weil der war ja hier in diesem dunklen Nebel eingehüllt. Na komm schon. Ach, Schutzschild noch nicht ready. Na komm schon. Zack. Ja. Gut, Ulti will ich jetzt nicht usen. Oh, zerbrochene Masken. Yes. Auch hier ist eine Schote. Ja, ein bisschen Energie haben wir auf jeden Fall verloren. Also hier merken wir es wieder. Damals konnten wir in dem Gebiet hier eh nicht betreten, weil wir dann so viel kassiert hätten und hier nichts befreien können und so. Deswegen müssen wir halt früher oder später halt leveln oder upgraden.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich gehe gleich da weiter. So, Spiegeltricks. Ich muss erstmal gucken. Wie sieht's denn so aus? Zack. Zack. Okay. Wo muss ich hin? Ich muss dahin. Okay. Das heißt, ich muss das hier wahrscheinlich drehen, oder? Moment mal. Habe ich das jetzt richtig rumgemacht oder muss ich das schmelzen? Achso. Ja. Ja. Wird das reichen? Ich glaube nicht. Schauen wir das mal an. Vielleicht ist das jetzt nicht ganz richtig. Ja. Habe ich doch zu viel gedreht. So. Noch ein neues. Klick. Und wie ihr sehen könnt, sind wir schon bei der Box bei 150 hier Energiepunkte. Aber die können wir hier aufladen. Ist nicht viel, aber immerhin etwas. Genau, mir wird der Teleporter ganz nett angezeigt. Ich weiß halt nicht. Ich glaube, den kann ich halt nicht freistellen. Da muss Stufe 11 sein für. Und das sind wir halt noch nicht. Kurz mal. Linsen. Ach, da unten geht's weiter. Okay. Kurz mal gucken. Stufe 11, ja, okay. Ach, das sind wieder welche Viecher. Kurz Energie füllen. Sonst kriegen die halt nicht besiegt. Oh, da hinten ist wieder ein Spiegelding. Da sind weitere Gegner. Ach komm, die können wir doch noch ausschalten, oder? Zack, zack. Verdruff hier. Ah, ich sollte die Freeze-Dinger weg haben. Machen wir jetzt vielleicht so rum. Ja, ein bisschen was. Eieieiei, das sah gerade ein bisschen heftiger aus als gedacht. Na, komm schon. Kick ich dich halt runter, verliere ich die Masken, aber... Ah, ernsthaft. No, du bist zu niedrig. Gut. Machen wir die Ulti erstmal. Eieieiei, was war das? Den kriege ich ausgeschaltet jetzt im Moment. Zack. Jetzt, zack. Jetzt. Ah. Ich dachte so, irgendwie kommt keine Animation, dass er Sachen droppt. Und gut, dass da einer auf jeden Fall rausgeklettert ist. Bam. Zack, zack. Bam. Zack, zack. Bam. Immer schön zwei Hiebe machen. Und... Zack, zack und bam. Tschö. Ah, ich dachte für einen kurzen Augenblick, du überlebst das so mit einem einzigen Lebenspunkt. Aber leider haben die keine Kiste gerappt oder hier eine Kiste geöffnet. Okay, kurzer Check. Wo muss ich schießen? Okay, in die Richtung. Dann würde ich drehen, Kea, so. What's the... das haben sie echt irgendwie verbuggt mit 2.5. Seit 2.5 passiert das öfters, dass er dann kurz vor irgendwie stehen bleibt bei den Plattformen. So. So. Zack. Auf ein neues. Alle hopp. Ach, natürlich immer in eine Richtung dreht sich das. Da komme ich nicht hin. Muss ich echt von da oben? Ah, dann mache ich es so. Klettern. Ist ja nicht so weit. Eine Stufe höher. Alle hopp. Alter, der ist wieder nicht gesprungen, richtig. Irgendwas stimmt mit 2.5 nicht so ganz. Habe ich echt den Eindruck. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert.
Ja, okay. Da kann man nicht greifen. Das ist gut zu wissen, dass das nicht geht, weil das ändert natürlich so ziemlich alles. Aber ich habe was gesehen. Aber... Ach, wobei. Müssen wir das überhaupt oder kann ich das nicht von hier aus schon machen? Weil das sieht ja schon... Ach, scheiße. Jetzt habe ich zweimal gedrückt. es sieht halt so aus, dass das schon richtig gedreht ist, oder? Ich habe nämlich gedacht, vielleicht muss ich das schmelzen und dann andersrum drehen. Ah, okay. Dann bin ich umsonst draufgegangen, mehrfach. Mir wird eine Kiste angezeigt. Ach, da oben ist eine Challenge. Oder? Ist das das damit gemeint? Ah, okay. Einmal zur Seite. Hoch, hoch. Wahrscheinlich müssen wir gleiten oder schießen. Okay. Zack. Werde ich in diese Richtung eingedenkt? Ja. Zack, zack, zack. Ich drücke halt gar nichts, deswegen. Hey! Sogar in die Richtung wollen wir mehr oder weniger hin. 5 Siegel der Lichtwelt erhalten. Okay, wie schaut's aus? Oh, nicht gut, aber... Wegen Energie, meine ich. Schön, alle zusammen. Nein, ich will den hier zuerst diesmal ausschalten. Zack. Ja, ich habe zu früh gedrückt. Amber, Puppe. Zack. Ach, ich hätte... So. Ah, ich glaube, der ist noch zu stark. Eieieiei. Schutzschild. Und schon wieder fokussiert er immer den anderen. Ja, ist gut. Es ist gut so. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht vorher irgendwie drauf gehe. Ah. Na komm schon. Der Start ist nicht gut. Da bin ich Besseres. Eigentlich. Und zack. Junge, immer wenn ich die Puppe werfen will, aber okay. Hat auch geschafft. Zum Glück. Die Box hat jetzt keine Energie mehr. Ich sehe sie auch nicht, dass sie irgendwie verflucht sind in dieser Wolke. Alter, hier ist noch so einer. Kleiner Overkill. Oder auch nicht. Uiuiui, das war gut. Amber. Nein. Nein. Mist. Zack, zack, zack. Ja. Cooldown weg. Zack, zack. Wo ist der andere Fette? Wie habe ich ihn besiegt? Nein, kann das sein. Das ist bestimmt irgendwie hier unter der Mauer, irgendwie dahinter oder so. Da will ich jetzt nicht gucken. Ja, ich höre doch den zweiten. So. Schutzschild. Ja, der ist tatsächlich da unten. Zack, 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 zack. Kea. Und Noel. Kann man auch so machen. Zweimal Nahkampf-Ultis. Wobei bei Noel bin ich nicht sicher, ob man ihre Ulti als absoluten Nahkampf ansehen kann, weil die hat auch eine größere Reichweite. Ich muss halt nur immer... auf die Puppe achten. Okay, der hat sich resettet. Alter, nein, wir wollen nicht schon wieder runterfallen. Das ist mir schon in der letzten oder vorletzten Episode passiert. Da hatte ich mich auch schon so ein bisschen aufgeregt. Zack, Alter. Andere Strategie. Okay, nochmal, um das ein bisschen zu beschleunigen, weil der hat ja nicht mehr so viel. Das da. Dann. So. So. Ich dachte gerade für einen kurzen Augenblick, ich habe jetzt eine Truhe freigeschaltet. Zack. Ich will den einen erstmal weg haben, dann kümmere ich mich um den großen hier. Und zack. Oh, ich wurde weggeschoben währenddessen. Nicht schön. Amber. Ah, doch gerade besiegt. Ich dachte, ich krieg das noch nicht so schnell hin. Wie
Jetzt war das ein bisschen blöd mit der Ulti von Amber. Ich habe die Ulti auch noch nicht eingesetzt von Kea. Zack, zack. Zack. 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde, Schutzschild. Zack. Puppe, Ablenkung. Kea, E. Euler, E. Ja. Und vielleicht ein bisschen wegkicken. Na, vielleicht nicht zu weit, weil ich habe ja noch die, wie heißt das, Schutzschild von Noel. Es ist nicht tief genug, dass er, glaube ich, dabei drauf geht. Alter, aber ich will auch nicht runterfallen. Aber vielleicht ist da ja ein Loch. Und wusch. Das habe ich schon ein paar Mal geschafft. Und BAM! So. Jetzt kommen die Geister. Also ich habe ihn echt zu anderen Gegnern geschoben. Na ja, gut. Nehmen wir an, ich schaffe das. Dann habe ich halt 2 Sachen in einem. Dauert aber jetzt noch ein bisschen länger, weil die jetzt... Oh! Wieso hast du dich hochgehealt? Wieso bist du einfach so zack, zack? Oh, 100% hast du fast wieder zurück. Alter. Sind das die Geister, die das machen? Ich weiß es gerade nicht. Ah, ich hatte dich doch schon fast. Ich hasse sowas. Encanomia sieht geil aus. Aber dieses Event in Encanomia finde ich schrecklich, ey. Weil das ist wieder etwas, wo man halt schlecht hier die Sachen farmen kann, die man benötigt. Und wir sind fast Stufe 45. Zack. Weil jetzt die kassieren so gut wie gar nichts. Und ich habe halt dieser gerade nicht im Team. Dieser wäre halt natürlich... Nein, Alter. Holy shit, was ist denn los hier gerade? Er wird jetzt 100% wieder leben. Boah, ich hasse sowas hier. Gibt man sich Mühe, macht mal schon ein paar Kombinationen und so. Und dann scheitert das an so einer Kleinigkeit. Weil die Geister kann ich halt mit keinem Mitglied gut treffen, außer mit Amber. Ja, aber Amber ist, macht halt keinen Schaden, so in diesem Sinne. So. Nein, nein, nein. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Die haben schon wieder alles voll am Leben. Und ich habe ja definitiv Schaden gemacht. Ach, Mist, ey. Ich hatte dich doch fast. Ich hatte dich doch fast. Nervig. Jetzt muss ich erstmal nochmal nach oben. Ich hatte dich doch fast. Oh Gott, das ist so bitter. Wie gesagt, das Event in Encanomia finde ich schrecklich. Wir müssen so viel machen und kommen halt so langsam, so schleppend voran. Naja. Und noch dazu kommt halt noch das Erschwerte dazu, im Sinne von hier mit den, ja, okay, ich bin jetzt noch tiefer, wie heißt das? Ja, okay, irgendwie check ich nicht, hier kann man gar nicht mehr klettern. Kann ich irgendwie hier hoch teleportieren nochmal? Nee, ging ja nicht. Erschweren kommt halt noch dazu, das bringt uns hier nicht besonders weiter. In diesem Sinne. Wir kriegen zwar halt Urgestein und so weiter, aber wir müssen halt eigentlich fokussieren, unsere Charaktere alle stärker zu machen. Weil wir müssen die Bosse machen. Es gibt halt nicht viele Bosse, die wir halt individuell machen können. Außer Frost. Frost oder Wasser. Da gibt es halt mehrere Bosse für, theoretisch. Aber ja, Euler auf 80, Kay auf 80. Wir brauchen halt die richtigen Artefakten oder Gebete. Und dann brauchen wir halt die Masken. Und die Masken sind in 2.4 so gut wie gar nicht gedroppt. Und jetzt bei 2.5 droppen die. Aber jetzt sind wir in diesem Event wieder. Ich glaube, vor einigen Folgen hatte ich ja gesagt, dass das Problem einfach ist, die Anzahl an Events, die stattfinden. Es kommt halt so viele Events, dass ich dann ganz viele Folgen aufzeichne. Und dann bin ich halt beschäftigt, diese 1 Terabyte an Footages sozusagen zu verarbeiten, hochzuladen, Thumbnails, Texte, Plan und so weiter und so weiter. Und dann, ja, super, wenn ich dann fertig bin, was ja gut und gerne mal 2 Wochen dauern kann, dann, ja, nächstes Event, wieder was zu tun. Farmen wird wohl nichts. Ich würde mal kurz nochmal heilen. Ja. Zack, 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 zack. Okay. Auf ein neues. Diesmal kriege ich dich nicht runter.
Zack, zack, Kaya, zack, direkt die Ulti. Wir brauchen mehr Ultis. Definitiv mehr Ultis. Sackle ist noch und Euler kriegt die Ulti ready. Ein bisschen haben wir was geschafft. Schutzschild ist weg. E. Kaya ist eh. Noel Schutzschild 5 Sekunden noch. Wobei ich könnte dich da runterkicken. Da habe ich nichts dagegen. Ja. Vielleicht soll ich noch mit der Puppe ein bisschen arbeiten. Kaya E. Euler E. Und einfach Druff hier. E. Kaya E. Ist immer so ein bisschen abwechselnd. Immer wieder rumspielen. Vielleicht Element hinzufügen. Genau, dann kommt die Schmelze. Oh, ich habe gerade gesehen, die Puppe ist ready. Ah, holt die auch. Schutzschild brauchen wir. Das ist hoffentlich die richtige Seite. Wir sind da nicht die Geister gewesen. Sonst schiebe ich ihn weiter nach hinten. Zack. Euler, E. So ist es viel angenehmer. So hielt er sich nicht krass hoch und so weiter. Und da hat man keine nervigen Geister, wofür ich halt eigentlich kein richtiges Charakterding, Charakterbild dafür habe. Zack. Ah ja, du hast nicht mehr viel. Du hast nicht mehr viel. Die Puppe. Immer, dass dieser Teleporter aufkommt, denke ich halt, dass ich eine Truhe freigeschaltet habe. Aber nein, ist es nicht. Das ist der Teleporter, den ich irgendwie markiert habe. Ah, komm, Schutzschild. Oh. Sehen wir die Sachen ein bisschen anders. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack, zack. So viel schneller. So viel easier. Achso, ich sollte den Teleporter jetzt demarkieren, weil er geht mir gerade ein bisschen auf den Nerv. Ach Gott. Weizen. Gut, wir haben hier keine Energie, wobei da können wir Energie auftanken. Sehr gut. Zack. Weil dann können wir, ich stehe genau in der Mitte, das da und das da. Genau. Hatten wir irgendwie Erfolg mit den Marken bis jetzt? Ich glaube nicht. 95. Ihr wollt mich doch nur täuschen, oder? Mir fehlen echt noch 5 Marken. Da sind die Geister. Gerade, wie gesagt, Lisa nicht im Team. Lisa war ein bisschen besser, aber die sind halt auch deutlich stärker. So, der wird mir sowieso eingeblendet, weil ich in der Nähe stehe. Das haben wir gemacht. So, kann ich ja gleich da mal noch reinspringen. Wobei, nee, das hatte ich auch schon gemacht. Ja, ich erinnere mich. Sonst wäre auf der Karte oben nichts wieder was angezeigt. Das haben wir gemacht. Da kamen wir gerade her. Naja, gut. Ich schätze mal, wie es weitergeht, werden wir dann in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, weil dann könnt ihr keine Folge mehr verpassen und ihr supportet mich aktiv am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, dort poste ich nämlich auch Sachen von anderen Spielen, ebenfalls verlinkt. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche sie in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!